ihr Kinder. Kann ich mich auch drauf verlassen, dass ihr keinen Unfug treibt? Ja, doch. Aber warum müsst ihr eigentlich so kurz vor Weihnachten zu einem Fest fahren? Wir fahren nicht zu einem Fest, Kind. Sondern zu einer Beerdigung. Du musst auf deine kleine Schwester aufpassen, wenn wir weg sind. Vergiss das nicht. Mhm. Und lass keinen Menschen rein. Vor allem keine Landstreicher, Sven. Ich lass keinen Menschen rein. Versprochen. Und sagt euch nicht, seid lieb zueinander. Komm, Mutter. Es wird Zeit. Ich möchte mal wissen, warum die ausgerechnet jetzt eine Beerdigung machen. Weil jemand gestorben ist. Ist das so schwer zu kapieren? So, wir können fahren. Und vergesst bitte nicht, ihr dürft keinen Menschen reinlassen, habt ihr verstanden? Wir kommen so schnell wie möglich wieder. Und falls es da Bonbons geben sollte, bringen wir welche mit. Dann könnt ihr jetzt fahren. Vergiss ja nicht, die Tür zuzuhaben, Sven. Nein, tu ich nicht. Na gut. Na Wenn ich nur
Wir sind nämlich allein zu Hause. Der Herr Landstreicher muss wieder gehen. So vornehm hat mich noch keiner angesprochen. Also, ihr seid allein im Haus. Mama! Aber Mama und Papa kommen bald wieder. Ja. Wo?
es kein Chiron, Kinder. Hallo? Charlie? Wer ist nämlich Kalle, als noch hier bei uns wohnte? Hallo? Hallo? Hallo, Charlie? Hallo, Manfred, wie geht es dir? Oh, na ja, so durchwachsen. Und wie geht es dir, Brüderchen? Ich grabe gerade nach Gold. Du kriegst nach Gold? Hab schon großen Batzen ausgegraben. Wenn ich hoffe doch, du vergisst deinen kleinen Bruder nicht, Charlie. Na, wie werd ich denn? Morgen schicke ich dir 100 Dollar. Finos Pubos! Habt ihr gehört, morgen schickt ihr mir 100 Dollar mit der Post. Also dann sage ich schönen Dank und auf Wiedersehen, Charlie. Hallo, ich melde mich nächste Woche wieder. Goodbye, Manfred. Bye, bye. Charlie. Ah!
war lustig, wie du den Krötenbold gespielt hast. Mach das doch nochmal. Na, ich weiß nicht. Kannst du uns nicht bitte das vorsehen? Bums, Fallerie, Fallerie, Fallera, Bums, Fallerie, Fallerie, Fallera. Und wenn allein zu Hause ihr seid, dann esst ich so viel Süßes. Ja, ja. Denn die Moral von der Geschichte, wer zu viel ist davon, und auch wenn noch so Gutes ist, es immer schrecklich bösen muss, und das ist doch nicht wert. Tja. Ich kann auch fließend Arabisch sprechen. Kannst aber auch alles, Manfred. Ja, ich kann alles. Bitchi bella, bitchi bella, bitch. Und was heißt das? Das heißt, ich bin hungrig. Das sagt man in wirklichen Arabien, wenn man Hunger hat. Ich hab auch Hunger. Kein Wunder, wir haben ja noch ganz vergessen zu essen. Manfred, kannst du nicht mehr? Nein, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich gehen. Aber wohin denn? Raus. Aber ich besuche euch wieder, wenn die Sonne eine bunte Zwiebel ist. Der Mond ein Radieschen. Und wenn es in der Woche zwei Freitage gibt. Ja.